Moin Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Ja, wie ihr seht, wir spielen oder wollen eine neue Map anfangen. Ich habe mir überlegt, ich brauche noch irgendwas so zwischendurch, weil bei den anderen Maps bin ich schon so weit. Okay. Und deswegen, ich brauche was zwischendurch zu spielen und dies ist komplett ohne Seasons, ohne dies, ohne das. Also hier ist echt das Spiel praktisch nackig. So, deswegen gucken wir uns das jetzt mal hier an. Wir haben auch nur 100.000 Glocken auf dem Konto. Weil die Zahl machen wir mal eben runter. Und das ist die Franken-Map. Die war im 17er schon echt cool. Die Franken-Map. Viele von euch werden sich vielleicht daran erinnern. Die Franken-Map ist ja durch die Simme-Freunde, durch Henry und Ingo, also Nastos, die haben die auch viel gespielt. So, und ich wollte jetzt einfach nur mal gucken, wie die ist. Und wir spielen hier komplett mit Hocharbeiten. Also das, was wir jetzt haben, das sind unsere Sachen. Mehr werden wir hier nicht haben. Wir müssen uns alles erarbeiten. Aber man muss auch dazu sagen, es ist kein Seasons drin. Kein Global Company. Ich weiß nicht, läuft bei mir nicht mit Global Company, obwohl da steht Global Company ready. Also tut's bei mir nicht. Weiß ich nicht. Ob ich dafür zu dumm bin oder was? Jedenfalls ging das bei mir nicht. Ja, und dann gucken wir jetzt erstmal, was wir hier alles haben. Oh, wir sind dabei richtig mächtig gut ausgestattet in meinen Augen. Ist echt viel, was wir hier schon haben. Was steht hier noch rum? Boah, guckt euch das an. Hier ist alles schon vorhanden. Krass, oder? Wasserfass, alles da. Steht hier auch noch was drinne? Ich wollte eigentlich gar nicht so groß spielen, erst am Anfang. Wenn wir die ganzen Maschinen schon haben. Hammerhart. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, da sind Schweine, wir wissen das. Was haben wir an Schlepper? Oh, Hyundai und Ferguson. Okay. Können wir mal zocken. Wir gucken mal in die Garage. Oh, wir haben sogar ein Optum. Boah, guckt euch das an, was wir hier für Riesenmaschinen wir hier schon haben. Zwei Hänger und Ferguson, Grubber. Wir haben ja echt alles auf Deutsch gesagt. Boah. Also krass, ne, was wir hier schon haben, ne. Was haben wir denn an Fläche? Ich muss hier auch erst noch einstellen. Ah, das ist... Anfang ist gar nicht so einfach. Verkehr lassen wir an. Das kommt aus. Das ist normal. Aus, 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 aus. Aus, normal. Pflanzen sterben aus. Fruchtzerstörung aus. Flügen notwendig an. Kalk notwendig an. Unkraut an. Dann speichern wir mal. So, zurück. Was haben wir an Fläche? Gucken wir mal nach. Wir haben die 45 und die 29. Wir haben zwei Flächen. Ah, die Wiesen. Okay, die 36 haben wir da hinten auch noch. Die Wiesen sind also nicht kaufbar. Also können wir die Wiesen mitnutzen. Okay. Was haben wir denn? Schweine und was ist das? Kühe? Ja, stimmt. Kühe. Die haben wir am Hof. Ja, müssen wir jetzt mal gucken, was wir machen. Hallo? Ist das schon was von reif oder was? Oh, die 29 müssen wir ernten. Was ist denn da drauf? Die 45 ist im Wachstum. Halt, stopp. Geh doch mal nochmal zu. Die 36 ist auch erntereif. Okay, dann müssen wir jetzt gucken, was da drauf ist. Na super, Kartoffeln. Das passt ja super. Da die 36, was ist das? Sind das Sonnenblumen oder was? Ja. Passt ja super, ne? Nützt nichts. Wir müssen das runterkriegen, ne? Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal kurz in die... Hier gucken. Was haben, wir ein Sonnenblumenschneidwerk? Gut, haben wir bestimmt nicht. Aber ich würde auch gerne den großen Drescher austauschen. Bin ich ganz ehrlich.
Der ist mir ein bisschen groß. Müssen wir mal gucken, ob wir da einen Minusball machen. Da. Aber Maschinen würde ich gerne auch echt wirklich ein paar austauschen. Das ist mir zu groß. Der Dreschkasten hier. So einen großen Dreschkasten brauchen wir jetzt nicht. Ich würde lieber Mähdrescher. Hallo, seid ihr? Do. Den nehmen. Wollen wir den nehmen? 295.000, was kann der denn? Hat der auch ein anderes Schneidwerk? Oder wir nehmen den hier. Aber der hätte ich auch Bock drauf. Oh, der kann Sonnenblumen. Haben wir ein Sonnenblumenschneidwerk? Freunde, fragen. Das müsste da dran gehen, ne? Ja, das Ziegler geht da bestimmt dran. Oder das Capello ist wahrscheinlich besser. Ja, ich würde vorschlagen, wir kaufen uns den Deutz, oder? Was meint ihr? Wir nehmen den Deutz-Drescher. Habe ich noch nie mitgespielt. Breitreifen. Rundum, Leute. Was macht denn das Design? Habt ihr da was gesehen? Wir nehmen das Design. Den kaufen wir mal. Zurück. Schneidwerke. Schneidwerke. Da. Oh, meine Nachbarn. Müssen die nicht ins Bett oder was? Kaufen. 3,8 Meter, da können wir so mit über die Straße juckeln. Da müssen wir halt jetzt nur gucken, ob das Ziel der Maispflücker für den Capello. Ja, wir nehmen lieber den Capello, ne? Gibt's den auch in grün? Deutz vor. Kaufen. So, Freunde, dann haben wir das. Den Hyundai, weiß ich. Fergie. Müssen wir mal schauen. Wo stehst du denn drinne? Ach, der stand hinterm Ferguson. Da ist er ja, der Hühnerschrecker, oder? Was ist mit dem Radio heute los? Fahr mal langsam zurück, wa? Ist ja ein cooles Ding, wa? Irgendwie bin ich besoffen gefahren, wa? Oder was meint ihr? Besoffen fahren kann er, wa? Sehe auch so viel. Bin gespannt, ob hier noch die Blitzer sind. Gehst du schon dran oder was? Mach dich mal dran. Oh, so, wie kommen wir jetzt zu 36? So, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal hier raus. Wo sind die 36 bei der BGA, ne? Hinter der BGA. Kommen wir hier durch? Leute, 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 ey. Das ist gar nicht so einfach hier, wa? Oh, Harald ist auch schon wieder da. Mach mal ein paar Lauberlampe an. So. Gucken wir mal. Da kommt einer, das ist mir egal. Fahr mal raus. Hakt noch ein bisschen, ne? Muss noch laden. Ich glaube, wir müssen hier gleich rein, ne? Da müssen wir, glaube ich, rein. Ist schon ein komisches Gefühl, die Frankenmap wieder zu spielen, wa? Aber ich habe da Bock drauf. Wie oft dieses Projekt kommt, das weiß ich noch gar nicht. Also ich denke, dieses Projekt wird um 16 Uhr kommen. Oh, wir müssen nur weiter, wa? Um 16 Uhr kommen. Ob jetzt 7 Tage die Woche oder 5 Tage die Woche, das weiß ich noch nicht. Ich muss auch immer gucken, wie ich Zeit habe. Und nee, seit wann ist denn da ein Zaun rum?
Oh, ist hier ein Kompostmaster? Oder? Ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Was hier ein Kompostmaster ist. Ne, hier ist eine frei platzierbare Fläche. Auch nicht schlecht. 163.000. Ja, wir müssen noch ein paar Maschinen tauschen. Ah, ich bin noch nicht so zufrieden mit dem Fuhrpark. Ich wollte eigentlich alt und knuddelig spielen. Echt am Anfang. Aber jetzt haben wir schon wieder so viel Kohle. Oh, können wir für Kühe ausgeben, wa? So, musst du aufklappen? Tatsache, cool. So, mach mal Innenansicht. Dann schmeiß dich mal an. Aber wenn es geht, einen Vorwärtsgang reinmachen, ne? Aber wir müssen ja auch noch Kartoffeln ernten. Habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte schon, die gehen gar nicht rein. Ist ja genial, oder? Was meint ihr, Freunde? Ey, das lohnt sich doch hier, oder? So, mach mal. Hast du gar keine Spiegel? Siehst du auch nicht viel drinne, wa? Aber dann fahren wir so zurück. Wenn's geht gerade. Man sieht echt nichts in den Spiegeln. Gib mal Gas, wenn's kracht, noch einen Meter, oder? Oh, schön beim Nachbarn in Raps reinfahren. So, der Dreschkasten, der ist gar nicht schlecht, der gefällt mir. So, wir haben Echtzeit. Ja, ich denke, wir werden dieses Projekt wahrscheinlich 7 Tage die Woche machen, also um 16 Uhr. Ich denke, wir fangen da morgen mit an. Schlafen kann ich eh im Moment noch nicht, viel zu warm. Kann ich nur 2, 3 Folgen aufnehmen. Hochladen tue ich da morgen früh. So, können wir da nochmal reinstechen? Wie wollen wir das spielen, das Projekt? Wollen wir das total realistisch spielen oder wie wollt ihr das haben? Ich glaube, die hat gar nichts zu Colli, ne? Aber total realistisch weiß ich nicht, ey. Wegen Düngen und wenn das Track rumspinnt, dann ist das ein bisschen schwierig. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da bin ich mir echt noch nicht sicher. So. Mach mal rück. Ah, ich muss auch hoch machen, ne? Oh, ich mache immer B, ne? Das ist eine doofe Angewohnheit, dass ich grundsätzlich B drücke. Anstatt einfach hochzuheben. Oh, dresch mal hier los. Kommen wir da schon rum? Nicht wirklich, oder? War nur ein kleines Stück zurück, dann kommen wir da auch rum. Wir hängen, glaube ich... Hat das hier Colli? Das wäre ganz was Neues. So, das läuft, es läuft, es läuft, Freunde. Es läuft. Ich glaube, wir werden die Trecker gleich verkaufen. Dann können wir uns ein paar Tiere anschaffen oder so. Oder noch 2, 3 Felder. Das wäre ja besser. Kaufen uns einen schönen Trecker oder so. Ja, Freunde, wie wir das machen, das weiß ich echt noch nicht. Aber ich denke, mir wird was einfallen. Aber Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Über ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich echt freuen. Und das Abo auf YouTube ist kostenlos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.